Hallo Menschen, heute soll eigentlich nur noch mal schnell die Erinnerung kommen, dass ja im April dann unser Projekt gemeinsam lesen startet. Das heißt, falls ihr euch mit eurem Lesepartner irgendwie mal noch ein bisschen austauschen müsst oder ein Buch ausleihen müsstet, dann wäre jetzt die Zeit. Und damit dieses Video nicht nur 15 Sekunden lang ist und weil sich das bei mir so gut ergeben hat, dass ich eigentlich den Großteil der Bücher, die ich lesen werde, schon da habe, also ich habe schon entschieden, was ich möchte, dachte ich erzähle euch das einfach nochmal. Meine Lesepartnerin ist Cantrix. Ich habe sie nie gefragt, ob man ihren Namen eigentlich so ausspricht, aber ich dachte immer an das lateinische Wort für Sängerin. Ich hoffe, das ist korrekt. Die keinen YouTube-Kanal hat, aber auch immer fleißig kommentiert und auch ein Instagram-Profil, was ich euch da mal verlinke. Und für die erste Aufgabe, also einen Autor, den bisher keiner von uns beiden las, haben wir uns für Svetlana Alexejewitschs Tschernobyl entschieden. Da habe ich mich so ein bisschen stark dafür gemacht, denn ich wollte ganz gerne auch ein Sachbuch dabei haben. Und sie steht schon so lange auf meiner Liste, auch mit dieser interessanten Mischung aus Journalismus und Literatur. Und dass das Ganze halt ein Sachbuch ist, was aber, glaube ich zumindest, ich habe es ja noch nicht gelesen, erzählerisch sehr stimmig ist und dass es halt wirklich gut und mitreißend zu lesen sein wird. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt auf unsere erste Aufgabe. Das zweite wäre dann eines der Lieblingsbücher meiner Lesepartnerin und da gab es eine ganz, ganz große Auswahl und es sind auch viele Bücher jetzt auf meine Wunschliste gewandert, auch die ich jetzt in diesem Monat wahrscheinlich nicht lesen werde. Aber ich habe mich prinzipiell entschieden für Das Attentat von Harry Mullisch. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, er ist Niederländer. Und da geht es wohl um den einzigen Überlebenden einer niederländischen Familie nach der deutschen Besatzung. Ja, so ungefähr. Also offensichtlich habe ich es ja noch nicht gelesen. Aber was mir auch wieder ein bisschen in Erinnerung gerückt wurde, ist der Fall Jane Eyre von Jasper Fowler. Sie meinte, das ist vielleicht nicht so ganz, ganz ihr Lieblingsbuch, aber hat halt diesen tollen britischen Humor, ist etwas skurril und das steht schon so lange bei mir auf dem Stapel ungelesener Bücher. Wirklich, es ist eines dieser Subleichen, wenn man will. Und das ist unglaublich orange, fällt mir jetzt erstmal auf. Das ist richtig grell. Jedenfalls ist es dadurch ein bisschen mein Bewusstsein gerückt. Das gehört jetzt nicht so direkt zu den vier Büchern, für die wir uns entschieden haben, aber ich denke, der Monat ist ja lang. Ich vermutlich werde es dann auch gleich nachlesen. Und für einen Klassiker haben wir uns für einen Russen entschieden, nämlich Väter und Söhne von Iwan Turgenew. Ich las noch gar nichts von ihm, ich weiß auch nicht so besonders viel, aber was mir hier an der Grundkonstellation so spannend vorkam, ist, dass natürlich wieder dieser Generationenkonflikt ist, aber hier ist es so, dass die Vätergeneration wohl sehr humanistisch und voller Ideale ist und es geht dann um eine Kindergeneration, die halt einfach so nihilistisch ist, keinen Sinn mehr hat, keine Ideale. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil oft ist es andersrum, dass halt die Väter so konservativ sind und die Jungen kommen mit ihren Idealen und wollen etwas verändern. Und hier scheint das wohl genau andersrum zu sein. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Für die vierte Aufgabe, ein Buch aus einem Genre, was ich sehr selten lese, habe ich mich noch nicht fest entschieden, aber es ist ja auch noch eine Weile hin. Vielleicht werde ich so ein bisschen schummeln, denn ich nannte unter anderem das Genre Krimis und Thriller, was ich sehr selten lese. Und freundlicherweise hat meine Lesepartnerin da auch die geheime Geschichte von Donna Tartt genannt. Und ich meine, das stimmt schon, da geht es ja auch um einen Mordfall, soweit ich weiß. Aber Donna Tartt zählt ja jetzt nicht so direkt als Krimi-Autorin und meistens steht es auch eher bei der Gegenwartsliteratur, bei den normalen genrefreien Romanen. Und ich bin schon sehr, sehr lange interessiert an ihr. Das heißt, vielleicht werde ich mich dann dafür entscheiden, mal gucken. Es war aber auch noch eine große Auswahl an anderen Sachen. Ich nannte unter anderem auch noch Liebesgeschichten, die ich sehr selten lese, oder diesen Stream of Consciousness, was nicht direkt ein Genre, aber eine Art ist, zu der ich selten greife. Mal schauen. Bei mir hat sich dann außerdem noch ergeben, dass eine Freundin aus dem Real Life, im Gegensatz zu euch, denn ihr seid alle irreal und in der virtuellen Welt, mit mir auch etwas zusammenlesen möchte. Und da haben wir uns ebenfalls für ein Sachbuch entschieden, nämlich Without You, There Is No Us von Suki Kim. Und es geht um die Verhältnisse in Nordkorea. Ich weiß nicht besonders viel darüber. Ich weiß nicht, ob sie selber dort gelebt hat, ob sie dort nur studiert hat. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Nordkorea ist so ein seltsames, verrücktes Land. Da hatte ich letztens auf der Online-Seite der FAZ wieder einen Bericht eines Journalisten gelesen, der halt dahin durfte, aber natürlich auch nur unter Beobachtung. Und die wenigen Momente, wo das irgendwie mal passierte, dass er mit Leuten unvorbereitet in Kontakt trat, da waren seine Beobachter dann immer sofort richtig nervös. Und das ist verrückt nachzudenken. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das uns erklärt. Mal schauen. Und das sind alle Bücher, die bis jetzt so fest geplant sind. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Entscheidungen gefällt, was gelesen werden soll. Und das soll jetzt auch nochmal der letzte Moment sein, falls einer von euch unbedingt mitmachen wollte, aber irgendwie noch keinen gefunden hat, kann es ja doch nochmal hier unten schreiben oder kopieren, was er einem anderen geschrieben hat. Ich denke, irgendwie werden sich schon Menschen finden, wenn nicht, einige machen ja auch mit Personen aus ihrem normalen Leben etwas. Ja, schreibt einfach nochmal,
Falls ihr was loswerden wollt, wenn nicht, freue ich mich, wenn ihr im April eine schöne Zeit habt. Das sollte ja auch nur so eine Anregung sein. Ihr müsst ja nicht unbedingt diese vier Aufgaben machen. Hauptsache, ihr lest mit jemandem gemeinsam, kommt so ein bisschen ins Gespräch, diskutiert darüber. Das sollte eigentlich nur so ein Ansporn dazu sein. Und dann danke ich euch für heute fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß beim Lesen. Okay, tschüss.